Am 11. März 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr, erklärte die WHO den Corona-Ausbruch zur Pandemie. Und schon einen Tag später wurde auch in Österreich der erste Corona-Sterbefall gemeldet. Damals verstarb ein 69-jähriger Mann, nachdem er sich zuvor in Italien mit dem Virus angesteckt hatte, in einem Spital in Wien. Damals herrschte eine große Verunsicherung in der Bevölkerung und Menschen verglichen das Virus zum einen mit der spanischen Grippe als auch mit einer herkömmlichen Influenza. Was wissen wir nach einem Jahr Pandemie und was sind immer noch die Herausforderungen in der Beurteilung der Corona-Sterblichkeit? Mein Name ist Markus Sauerberg, ich bin Demograf und arbeite in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Langlebigkeit am Institut für Demografie für die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Ich beschäftige mich unter anderem mit der Messung von Gesundheit und Sterblichkeit in Bevölkerung und jetzt insbesondere während der Corona-Pandemie mit der Messung von Corona-Sterblichkeit. In den Medien und in der Wissenschaft wird ja häufig von den sogenannten Corona-Sterbefällen berichtet. Aber wie werden diese eigentlich genau definiert? Also was ist eigentlich damit genau gemeint? Und in Österreich ist es so, dass wenn man mit dem Coronavirus erkrankt, dann wird man getestet und wenn man ein positives Testergebnis hat, dann zählt man offiziell als Corona-Erkrankter. Und danach wird man dann in den meisten Fällen hoffentlich wieder gesund und dann macht man wieder einen Test und ist wieder offiziell als gesund eingestuft. Aber wenn man eben nicht von diesem erkrankt wieder gesund wird, sondern in der Zwischenzeit verstirbt, dann zählt man eben als Corona-Sterbefall. Das heißt, wenn man erkrankt und danach dann an Corona stirbt und in der Zwischenzeit nicht wieder als genesen gilt, dann ist man in der Statistik als Corona-Sterbefall aufgelistet. Wenn man wenig testet, könnte man diese Zahl komplett unterschätzen. Das heißt, viele Menschen sterben an Corona, aber dadurch, dass dieser Test vorher nicht stattgefunden hat, werden diese Menschen nicht erfasst. Oder auf der anderen Seite, es könnte auch so sein, dass sehr, sehr viele das Coronavirus haben, aber sie eventuell an einer anderen Todesursache sterben, aber dann in der Statistik trotzdem als Corona-Tote aufgezählt werden. Denn es werden in Österreich nur Menschen wieder herausgerechnet, die eindeutig an einer anderen Todesursache gestorben sind, wie zum Beispiel in einem Unfall. Aber wenn ich jetzt stark krebskrank bin und trotzdem noch Corona bekomme und dann versterbe und vorher das positive Testergebnis hatte, dann würde ich in der Statistik als Corona-Sterbefall aufgelistet werden. Auf der anderen Seite könnte es ja auch so sein, dass ich jetzt Corona bekomme oder eine Person Corona bekommt und dann ins Krankenhaus muss und auf die Intensivstation und dann später zwar wieder nach Hause kommt, aber durch diese gesundheitliche Belastung später trotzdem wieder verstirbt. Aber in der Zwischenzeit gab es ein negatives Corona-Testergebnis, dann würde man nicht mehr als Corona-Sterbefall zählen. Und diese Definition, die ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt in vielen Ländern unterschiedliche Definitionen und Klassifikationen. Und ein Thema meiner Arbeit ist es, dass wir in einer Datenbank, in einem internationalen Team versuchen, nicht nur die Corona-Sterbefälle nach Alter und Geschlecht zu sammeln, sondern wir möchten auch Informationen bereitstellen, die eben zeigen, wie diese Daten erhoben wurden, wie ein Sterbefall definiert ist, wo die Daten überhaupt herkommen und dass es da eben erhebliche Variationen zwischen Ländern gibt, aber auch im Zeitverlauf kann sich das zum Teil ändern und das wird oft eben nicht mit berücksichtigt und darauf wollen wir halt noch zusätzlich aufmerksam machen. In Österreich braucht man dieses positive Testergebnis, um als Corona-Fall klassifiziert zu werden. Aber in Großbritannien reicht es manchmal auch, wenn der Verdacht einer Corona-Infektion da liegt, dann später in die Statistik aufgenommen zu werden. In den USA ist es so, dass nur Personen, die an Corona tatsächlich versterben, als Corona-Sterbefälle zählen und Menschen, die mit Corona sterben und nicht an, die werden nicht mit aufgezählt. Und in Deutschland ist es genauso wie in Österreich so, dass dieses mit und an da in der Definition ausschlaggebend ist. In Frankreich stammen die Daten vorrangig aus den Krankenhäusern. Das heißt, dass Menschen, die zu Hause versterben, die werden systematisch nicht erfasst. Das kann natürlich zu einer Unterschätzung führen, wenn jetzt sehr, sehr viele Menschen zu Hause an dem Virus sterben und gar nicht erst ins Krankenhaus aufgenommen werden. Und in Schweden ist es so, dass die Corona-Statistik von den Sterbeurkunden übernommen wird und so können im Prinzip alle Menschen erfasst werden.
Hier sehen wir jetzt die Karte mit allen Ländern, die wir bis jetzt in unserer Datenbank erfasst haben. Die grünen Länder sind die, die schon bereits, für die wir bereits Daten sammeln. Und die gelben sind die, die wir in der Zukunft hinzufügen wollen. Und wir sehen hier, dass vor allem europäische Länder in unserer Datenbank vertreten sind. Und wegen dieser Unterschiede in der Corona-Sterblichkeitsstatistik ist es teilweise nicht leicht, ausschlaggebende Vergleiche heranzuziehen. Und wegen dieser unterschiedlichen Definitionen und Klassifikationen hat man sich darauf geeinigt, dass man nicht nur auf die Anzahl der Corona-Sterbefälle schaut, sondern an die Gesamtanzahl an Sterbefällen. Und das kann eben helfen, um diese Mängel in der Definition von der Corona-Sterblichkeit auszubessern, um ein klares Bild am Ende zu erhalten. Und das zeige ich jetzt hier in dieser Grafik für Österreich. Auf der linken Seite sehen wir die Anzahl aller Sterbefälle in Österreich im Jahr 2019. Und auf der rechten Seite sehen wir die Anzahl aller Sterbefälle im Jahr 2020. Und der gelbe Teil sind die Corona-Sterbefälle. Also im Jahr 2019 sind insgesamt 83.386 Personen verstorben. Und im Jahr 2020 waren es 90.517. Also es gab ca. 9% mehr Sterbefälle. Davon waren 6.477 Sterbefälle Corona. Rund 7% von der Gesamtanzahl sind an Corona gestorben. Wenn man das jetzt mal mit anderen Todesursachen vergleicht, am Herzinfarkt sind zum Beispiel in 2020 4.500 Menschen verstorben und an Krebs waren es 20.900. Also das zeigt einfach, dass Corona schon eine ernstzunehmende Todesursache ist. Mehr als jetzt zum Beispiel an Herzinfarkt verstorben sind, aber immer noch nicht so viele Menschen wie an Krebs versterben jedes Jahr. Außerdem zeigt die Grafik auch, dass wir eben nicht sehr viele unentdeckte Corona-Sterbefälle haben, denn ansonsten wäre es ja so, dass jetzt der rechte Balken deutlich höher wäre, aber der Anteil der Corona-Sterbefälle könnte ja auch sehr, sehr gering sein und so ist es ja eben nicht. Also wir können ja sehr schön sehen, dass im Prinzip die Differenz zwischen 2019 recht gut mit der Corona-Sterblichkeit erklärt werden kann. Da kommen natürlich auch noch andere Faktoren, spielen damit rein. Aber so als grobe Analyse zeigt es, dass es eben nicht so ist, dass sehr viele Menschen an Corona verstorben sind, aber durch Nicht-Testen nicht zu sehen sind in der Statistik. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass es in Österreich so ist, dass sowohl Menschen, die mit Corona sterben, als auch Menschen, die an Corona sterben, in die Statistik mit eingehen. Und hier sehen wir halt, dass es vor allem leider Menschen waren, die an Corona gestorben sind und nicht nur mit. Denn ansonsten hätten wir ja eben nicht diesen Überschuss an Sterbefällen. Denn sonst wäre ja im Prinzip die Gesamtanzahl circa gleich geblieben. Bloß Menschen wären jetzt eben an Corona gestorben offiziell, anstatt an einer anderen Todesursache. Und so ist es ja eben nicht. In dieser Grafik sehen wir jetzt das Ganze nach Altersgruppen. Wir können jetzt hier sehr schön sehen, dass vor allem sehr alte Menschen an Corona gestorben sind. Also dieser gelbe Balken ist immer der Anteil der Corona-Sterbefälle an der gesamten Anzahl im Jahr 2020 im Vergleich zu dem Vorjahr 2019. Und dieser gelbe Balken ist ja im Prinzip erst ab dem Alter 65 sichtbar. Und dann nimmt er auch stetig zu. Also im Alter 65 war er noch recht gering und dann im Alter 85 plus war er sehr, sehr hoch. Und auch die Gesamtdifferenz zwischen 2019 und 2020 wächst halt mit dem Alter. Also es gab viel mehr Übersterblichkeit im hohen Alter und davon waren sehr, sehr viele Menschen, sind leider an Corona verstorben. Es gibt aber auch Länder wie zum Beispiel Großbritannien, in der zwar sehr viele alte Menschen an Corona versterben, aber trotzdem auch eine Übersterblichkeit in den jüngeren Altersgruppen zu beobachten ist. Das heißt, selbst im Alter unter 65 gab es mehr Sterbefälle im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Und die können eben nicht mit Corona direkt erklärt werden, aber eben indirekt. Denn da kommen halt diese Effekte von einem überlasteten Gesundheitssystem hinzu. Die Menschen sind vielleicht nicht zur Vorsorge gegangen, zur Krebsvorsorge. Sie haben nicht die medizinische Hilfe erhalten, die sie eigentlich erhalten sollten. Und deswegen ist es dann dort auch zu einer Übersterblichkeit gekommen, die indirekt mit der Pandemie erklärt werden kann. Auch wenn diese Menschen vielleicht nicht an Corona gestorben sind, aber eben dadurch, dass sie die medizinische Leistung nicht erhalten haben, die sie eigentlich benötigt hätten. Hier in diesem Graph möchte ich noch einmal den Zeittrend zeigen. Also wir sehen hier im unteren Teil der Grafik die Corona-Sterbefälle in Rot und im oberen Teil sehen wir die Gesamtanzahl an Sterbefällen für 2020, für 2019, 2018 und 2017.
Wir sehen hier, dass in der ersten Welle, also Corona, das ging jetzt circa April, Mai los, gab es einen Anstieg an Corona-Sterbefällen und auch die Gesamtanzahl an Sterbefällen ist angestiegen, aber es war jetzt nicht sehr, sehr stark. Es gab eine geringe Übersterblichkeit. Aber wenn man das jetzt mit dem Ende des Jahres vergleicht, dann ist es relativ gering gewesen. Im Sommer gab es sehr, sehr wenig Corona-Sterbefälle und auch die Gesamtanzahl hat sich nicht sehr stark unterschieden von den vorherigen Jahren. Aber dann ganz plötzlich im Oktober ist die Anzahl sehr, sehr stark angestiegen, was nochmal dieses exponentielle Wachstum verdeutlicht. Und wie sah es in Deutschland aus? Also jetzt ist das der gleiche Graph für Deutschland und da sah es im Prinzip sehr, sehr ähnlich aus. Am Anfang der Pandemie in der ersten Welle gab es zwar einen Anstieg an Corona-Sterbefällen und auch eine minimale Übersterblichkeit, die war aber relativ gesehen nicht besonders hoch. Dann im Sommer eben dieses Abflachen, sehr niedrige Zahlen, sehr wenige Corona-Sterbefälle. Dann kam in Deutschland nochmal eine Besonderheit dazu, die es in Österreich nicht gab, dass im August ein sehr, sehr heißer Sommermonat dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen in der Hitze gestorben sind. Darum kann man sehen, dass es einmal in der Gesamtanzahl in Sterblichkeit diesen Peak gibt. Diese Kurve geht einmal stark nach oben und dann wieder nach unten. Aber die Corona-Sterbefälle, die bleiben konstant. Das heißt, die Menschen sind dort vorrangig eben an der Hitze gestorben. Und am Ende des Jahres ist es dann wie in Österreich dieser zweiten Welle zu einem starken Anstieg gekommen und sehr viele Menschen sind dann in der zweiten Welle an Corona verstorben. Also wie hat sich das jetzt auf die Lebenserwartung in Österreich niedergeschlagen? Hier sehen wir den Trend von 1985 bis 2020. Die Lebenserwartung ist tendenziell durchgehend gestiegen. Frauen haben konstant höhere Werte als Männer, also sie leben im Durchschnitt länger als Männer. Das hat zum einen biologische Ursachen, kann aber auch, und zwar zum größeren Teil, mit dem Verhalten, mit Gesundheitsverhalten zusammenhängen. Und wir sehen eben auch diesen Rückgang im Jahr 2020. Das war der größte Rückgang in der Lebenserwartung in der jüngsten Vergangenheit. Also in dem Zweiten Weltkrieg waren die Einschläge zwar höher, aber jetzt in der jüngen Vergangenheit ist der Rückgang am stärksten in 2020 zu beobachten gewesen. Der Rückgang war etwas stärker für Männer als für Frauen. Es sind auch mehr Männer an Corona gestorben als Frauen. Das hat zum einen wieder biologische Unterschiede zwischen den Männern und Frauen. Es kann aber auch zum großen Teil damit zusammenhängen, dass wir ja wissen, dass bestimmte Vorerkrankungen zu einem schweren Verlauf von Corona führen. Und die könnten bei Männern mehr vorhanden sein als bei Frauen. Heißt das jetzt, dass ein Junge, der in Österreich geboren ist, erwarten kann, 78,9 Jahre alt zu werden und ein Mädchen 83,72 Jahre? Und zwar eben nicht, denn das würde ja bedeuten, dass wir im Prinzip jetzt schon wissen, wie die Sterblichkeit sich in der Zukunft entwickeln wird, weil wir ja Daten für die nächsten circa 100 Jahre bräuchten, um Aussagen darüber zu treffen, wie hoch die Lebenserwartung für ein jetzt geborenes Baby sein könnte. Das gibt es zwar auch, da gibt es zwar Prognosemodelle, die versucht, Annahmen über die Zukunft zu machen, aber das machen wir eben nicht, sondern hier bezieht sich die Lebenserwartung tatsächlich auf die Daten aus einem Jahr. Das heißt, die Lebenserwartung in 2020 basiert nur auf Sterbefällen aus einem Jahr. Das heißt, wird geschaut, wie viele Leute sind in diesem Jahr gestorben, wie viele Leute waren in diesem Jahr in jedem Alter am Leben. Daraus werden dann Sterbewahrscheinlichkeiten gebildet und dann wird so getan, als würde eine hypothetische Person ihr ganzes Leben lang nur diesen Sterbewahrscheinlichkeiten aus einem Jahr ausgesetzt. Und daraus ergibt sich eben diese Lebenserwartung. Man könnte also im Prinzip sagen, dass diese Person jedes Jahr im Jahr 2020 Geburtstag hat. Und das ist natürlich unrealistisch. Und in der Zukunft, wenn wir besser auf das Virus vorbereitet sind, wird es höchstwahrscheinlich weniger Sterbefälle geben. Und dementsprechend wird die Lebenserwartung voraussichtlich auch wieder ansteigen.